Hallo ihr Lieben, ich habe euch versprochen, dass ich euch noch ein bisschen mehr über mein Spendenprojekt Elterninitiative vorstellen werde. Das mache ich jetzt. Das ist die Lara Krieger, die arbeitet hier und ich würde einfach dich mal bitten, dass du jetzt mal erzählst, was die Elterninitiative ist und was ihr so macht. Okay. Ja, die Elterninitiative gibt es schon seit über 35 Jahren. Die wurde 1983 von selbst betroffenen Eltern gegründet, also Eltern, deren Kinder wegen Krebs drüben im Uniklinikum, bei dir Ja. sozusagen, behandelt wurden und die also hautnah selber erlebt haben, in was für eine Situation man da gerät, die ja, wie abgesehen von der Sorge ums Kind, wie ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Und diese Eltern wollten also jetzt aktuell betroffenen Eltern einfach in dieser Situation zur Seite stehen. Das tun sie auf vielfältige Weise. Aber es haben sich so zwei Hauptbereiche rauskristallisiert. Und das eine ist ganz zentral, die Unterbringung. Weil es ist also so, dass oft die Kinder hier in Essen behandelt werden müssen, obwohl der Lebensmittelpunkt der Familien sehr weit weg ist. Also sei es bundesweit oder auch aus dem Ausland. Das liegt an speziellen Behandlungsmethoden im Uniklinikum oder auch daran, dass Essen auf spezielle Tumorarten spezialisiert ist. Ja, und dann muss die Familie streckenweise für sehr, sehr lange Zeit einfach ihren Lebensmittelpunkt hierhin verschieben. Und die Frage ist, wo wohne ich Und dann? vor allen Dingen will man ja auch eigentlich nicht irgendwie in einem kahlen Hotelzimmer wohnen, sondern man ist ja länger da. Man möchte sich ja auch persönlich einrichten. Nee. Man möchte auch nicht alleine sein. Man ist in einer fremden Stadt. Man kennt keinen. Ja. Und ich habe mir da die Geräumlichkeiten hier schon angeschaut. Wir gehen auch gleich mal ein bisschen rum. Ihr habt ja wirklich auch tolle Sachen. Ihr habt Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsküchen. Die Leute können sich austauschen. Ihr macht Aktivitäten. Ja. Und ich finde das total klasse. Und ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlen muss, wenn man teilweise monatelang von zu Hause weg ist. Und ich Ich würde zum Glück sagen, auch ja, nicht. das muss ich auch wirklich sagen, da Ja. können wir uns wirklich glücklich Man wird schätzen. hier demütig. Man wird ja sehr demütig, muss ich Ja. sagen. Also das hat mich auch sehr emotional berührt, hier auch die Gespräche mit den betroffenen Eltern. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen rum und schauen mal, was ihr so macht und vielleicht auch, wo die eine oder andere Spende, die von euch kommt, was ich total klasse finde, hingeht. Also wir gehen mal rum, okay? Super. So, wir stehen jetzt in der Gemeinschaftsküche oder in einer der Gemeinschaftsküchen. Ich zeige euch das mal hier so. Ich drehe mich einmal so im Kreise um. Jetzt gehe ich aber wieder zu Lara zurück. Das ist ja eine schöne Sache, die ist auch relativ neu. Aber es sieht ja noch ein bisschen kahl aus. Da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Möglichkeit, dass man das so ein bisschen aufrüstet, Auf oder? jeden Fall. Wir sind hier in der Gemeinschaftsküche unseres neuesten Hauses. Also das Elternhaus besteht eigentlich aus drei Häusern, die ungefähr im 10-Jahres-Abstand gebaut wurden, weil der Bedarf einfach so groß ist. Wir sind fast immer ausgebucht und also wie gesagt, in 10 Jahresschritten sind die einzelnen Häuser entstanden. Mittlerweile haben wir jetzt mit dem aktuellen Haus, was im Juni eröffnet wurde, haben wir 35 Zimmer für krebskranke Kinder und ihre Familien, was insgesamt 70 große Kinder-Erwachsenenbetten hat und 25 Kleinkindbetten. Das sind also eine Menge Familien und die betreuen wir auch durch ein Team von Sozialpädagoginnen, die ganz viele Zusatzausbildungen haben, sodass wir die Familien, wie du vorhin gesagt hast, auch auffangen können. Und wir Ja, die brauchen ja versuchen auch die auch, Unterstützung, das kann man ja genau, gar nicht das ist so. ja ein stetiges Auf und Ab mit guten und schlechten Nachrichten Ja. und für alle Situationen stehen wir da auch parat und das ist uns ganz wichtig, die Eltern da auch zu betreuen. Das heißt, ihr habt psychosoziale Unterstützung, ihr habt Musiktherapeuten, macht Aktivitäten auch mit den Ja. Familien, ihr geht auch rüber und malt mit den Kindern irgendwie auf der Krankenstation und Ja. ähnliche Sachen. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Zimmer, ne, und Genau. da ist ein Schlüssel und mach's dir schön, sondern es ist wirklich Da auch, hängt da auch, hängt auch ganz viel Herz dran hier. ja, sehr, sehr viel Herz. Und ich denke, ja, das hat damit zu tun. Also der Vorstand, es gibt 7 Vorstände, die ehrenamtlich arbeiten seit 35 Jahren, also die sich auch streckenweise ausgetauscht haben natürlich mit der Zeit. Und am Anfang waren es halt selbst betroffene Eltern, mittlerweile ist es ein Mischmasch aus Selbstbetroffenen, aber auch Menschen, die sich aus anderen guten Gründen dazu entschlossen haben, hier diese Einrichtung zu leiten. Sehr schön, das war auch schon mal was. Und jetzt gehen wir auch noch in einen Bereich, wo ich finde, ganz dringend noch Geld benötigt wird. Und da geht sicherlich auch ein Teil hin. So, ihr Lieben, wir sind im neuen Eingangsbereich der Elterninitiative und die Lara sitzt da auf so einem Hocker. Und ansonsten ist hier noch nicht viel, wie man sieht. So richtig viel, bis auf Lara auf dem Hocker, sieht man nicht. Was hier dringend fehlt, ist
die Einrichtung, Kinderspielzeug, einen fröhlichen Empfang zu machen. Und da kann man doch sicherlich auch jetzt was verwenden, dass man da Spielzeug anschafft, oder? Genau, da würden wir uns freuen, wenn wir da noch ganz tolle Sachen anschaffen können. Hier in dem neuen Haus wird auch der zukünftige Empfangsbereich sein. Und da haben die Eltern, die haben ja streckenweise eine lange Anreise, da können die Eltern in dem Büro sich ganz in Ruhe ankommen und anmelden und die Kinder können dann hier spielen. Ja, da fehlt noch eins. Da fehlt noch was. Also ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel verraten, Lara, aber ich glaube, da kommt noch was zusammen. Wir kriegen das ein oder andere Spielzeug hier hin. Und noch weiter, was auch eine ganz tolle Idee ist, hatten wir eben schon angerissen, es gibt hier eine Musiktherapeutin, die Musik macht mit Eltern und Kindern. Also das ist eine Mitarbeiterin von unserem psychosozialen Team, die da aber einfach sehr talentiert ist und das ganz toll macht. Und also wir machen ganz viele Angebote für die betroffenen Familien, aber dieses Musikangebot, das ist so 14-tägig abends, also tagsüber ist es hier manchmal leer, weil die Familien sind natürlich alle drüben im Klinikum, alles dreht sich um die Behandlungstermine. Abends ist hier, ich sag mal, die Bude rappelvoll und da ist Musik und Singen ein ganz tolles Medium, irgendwie abzuschalten, da können alle mitmachen, Kinder, Erwachsene, auch sprachübergreifend, sag ich mal. Und meine Kollegin wünscht sich da ganz doll so, ich sag mal, einfache Instrumente, die man nicht beherrschen muss. Die also Triangel, Triangel, Trommel. Genau, Trommel, wo halt alle mitmachen können und dann wird das noch ein tolleres Angebot. Ich glaube, auch da, Lara, kommt die ein oder andere Triangel zustande. Und ich meine, das musst du mir nicht sagen, dass Singen toll ist. Und ja. Ich meine, Singen, ja, also wenn einer singt, dann ich ja, und der Felix. Vielleicht kriegen wir noch ein Ständchen zusammen hin. Ja. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Eindruck bekommen. Wir wollten euch gerne noch mal ein Zimmer zeigen, was die Eltern beziehen hier. Wenn die hier wohnen jetzt in der Elterninitiative. Ja. Und das machen wir jetzt noch. Sehr gerne. Ja, jetzt sind wir hier in einem der 35 Zimmer von dem neuen Haus. Und die Zimmer haben eine unterschiedliche Größe. Das hängt immer davon ab. Zwei Erwachsene, ein Kind. Wie alt ist das Kind? Die sind ja, schön, einfach, aber schön, würde ich mal sagen, ausgestattet. Und manch einer sagt, ach, ist aber ein bisschen kahl vielleicht. Also wir werden hier vielleicht auch Bilder an die Wände machen. Allerdings ist es ja auch so, die Familien sind streckenweise sehr lange hier und die bringen auch schon natürlich ihre eigenen Sachen mit. Deswegen verzichten wir darauf, hier noch überall Nippes hinzustellen, sondern ja, überlassen das den Familien. Wir sagen immer, das ist ein Zuhause auf Zeit und die Familien sollen das auch selber zu ihrem Zuhause auf Zeit machen. So, ihr Lieben, und zum Schluss möchte ich euch noch den Peter Hennig vorstellen. Der ist hier Vorstandsvorsitzender, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender, das Ganze seit 1986. Jetzt muss ich mal kurz verraten, das ist fast so lange, wie alt ich bin. Das müssen die Leute erstmal rechnen. Und hat sich dafür engagiert, weil er selbst Betroffener war. Und ja, vielleicht könnten Sie mal kurz sagen, warum Sie auch finden, dass das ein tolles Projekt ist, dass die Spendengelder hier hingehen. Ja, weil wir einfach ein ganz toller Verein sind und weil wir ganz viele Gäste in unserem Haus haben, für die die Kombination Elternhaus und Klinik die einzige Möglichkeit darstellt, nach Essen zu kommen und um das Leben ihrer Kinder zu kämpfen. Und da kämpfen wir gerne, und das meine ich ganz ernst, da kämpfen wir mit, wir kämpfen für die Kinder. Wir kämpfen für die Kinder. Ihr habt auch ein Stück weit mitgekämpft, dadurch, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr kräftig gespendet habt. Und ich freue mich, ich weiß noch gar nicht, wie viel genau zusammenkommt. Es werden auf jeden Fall zum Stand heute über 1000 Euro sein. Und würden das Ganze gerne dann im nächsten Jahr nach Silvester irgendwann im Januar übergeben. Und ja, dann singen wir noch ein Lied zusammen, wenn das soweit ist. Vielleicht laden wir den Felix Peter noch ein und singen noch mal ein Lied. Und ich freue mich, dass das so ein tolles Projekt ist, was man unterstützen kann, dass wir vielleicht mit dem Geld richtig was bewegen können. Ihr habt mitgemacht. Ja, und vielen herzlichen Dank, würde ich sagen, oder? Ja, ich bedanke mich auch und ich verspreche, ab 2. Januar bin ich auch wieder nüchtern. Gut, dann wissen wir also, die Spendenübergabe machen wir nach dem 2. Januar. Gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Elterninitiative, wünsche euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und wir sehen uns dann, wir beide sehen uns zur Spendenübergabe. Gerne. Nächstes Jahr. Also, bis dann.